Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich jetzt den Meetingsteilnehmern und auch denjenigen, die das Video im Anschluss sich auf YouTube anschauen. Der Heilige Geist und seine Führung. Wir nehmen hier den Kurs in Wundern durch, und zwar in erster Linie das Textbuch. Wir sind jetzt auf der Seite 257 angekommen. Es ist das Kapitel 13, die schuldlose Welt, Römisch 7, das Erlangen der wirklichen Welt. Wir beginnen mit dem Einfühlen, mit dem Verbinden mit dem Bruder. Gehen wir erstmal mit dem Thomas. Thomas, ich verbinde mich mit dir im Geist. Dann schließen wir die Augen. Thomas, ich verbinde mich mit dir im Geist und lassen dem Heiligen Geist ein Gefühl von friedlicher Verbindung im Geist zeigen. Treten selber mit dem Ego zurück. Und lassen schon auf diese Weise das Ego aufheben im Geist. Dann öffnen wir die Augen, verbinden uns mit dem nächsten Teilnehmer vom Meeting. Sabine, ich verbinde mich mit dir im Geist. Schließen wir die Augen. Wiederholen. Sabine, ich verbinde mich mit dir im Geist. Treten wieder innerlich zurück. Und lassen den Heiligen Geist ein Gefühl von liebevoller Verbindung im Geist stattfinden. Lass es uns zeigen. Lass den Körper leer werden und einen Zeitabschnitt unbesetzt, damit Gott leicht eintreten. Öffnen wir wieder die Augen, gehen wir zur nächsten Teilnehmerin über. Nihira, ich verbinde mich mit ihrem Geist, schließen die Augen, lassen wieder eine Stille in den Geist kommen. So, dass die Verbindung im Geist sich Liebe zeigt. Und dann öffnen wir wieder die Augen und verbinden uns mit dem einen eigenen inneren wahren Selbst, angestammt in Gott, den einen Sohn Gottes. Schließen die Augen, treten zurück und lassen wieder den Heiligen Geist, Bindung zum einen wahren Selbst, in der inneren Schau uns zeigen. Öffnen wir wieder die Augen kommen jetzt zu dem Textbuch. Ja, wir kommen erstmal zur Feedbackrunde. Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ich fühle mich ganz okay, ganz gut soweit. Ne? Noch dabei, richtig wach zu werden und aber friedlich, danke. Ja, danke Thomas, wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Feedback. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick?
Ja, ich fühle mich gut, ausgeruht, ruhig. Danke. Danke, Nehira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Kommen wir zum nächsten Feedback. Sabine, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ein bisschen gehetzt. Ich habe gerade eine riesen Tüte Haferflocken über meinen ganzen Schreibtisch und Arbeitsplatz verbreitet. Also wenn irgendjemand heute Morgen was zu frühstücken hat, ist es mein Schreibtisch und mein Arbeitsplatz. Für mich ist noch was übrig geblieben. Alles gut. Danke. Ja, danke Sabine. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Ja, kommen wir noch zu meinem Feedback. Es geht mir gut, fühle mich im Frieden und ja, ausgeglichen. Und ich bin dankbar. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von ja, kommen wir also jetzt zu Ein Kurs in Wundern, erschienen im Greuthof Verlag, herausgegeben von der Foundation for Inner Peace. Kapitel 13, Die schuldlose Welt. Römisch 7. Das Erlangen der wirklichen Welt. Absatz 15 und 16. Wir beginnen jetzt mit 15. Ich fange an, den Absatz 15 vorzulesen. Und du kannst dich entspannen, zurücklehnen und vom Verstehen wollen, als das Haben wollen. Einfach loslassen, dich hingeben. Einfach hingeben und die Erkenntnis in dir aufdämmern lassen. Und es geht los. 15. Dann folge ihm in Freuden und im Glauben, dass er dich sicher durch alle Gefahren für deinen Geistesfrieden führen wird. Die diese Welt dir vielleicht in den Weg stellt. Knie nicht vor den Opferaltären nieder und suche nicht nach dem, was du mit Sicherheit verlieren wirst. Begnüge dich mit dem, was du mit ebensolcher Sicherheit behalten wirst und sei nicht ratlos, rastlos dem, was du mit ebensolcher Sicherheit behalten. Also, jetzt habe ich mich irgendwie der Zeile vertan. Und sei nicht rastlos, denn du unternimmst eine stille Reise zum Frieden Gottes, wo du nach seinem Willen in Ruhe sein sollst. Ja, wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Absatz hier, lassen ihn also einen Moment lang sacken. Und dann kommen wir zur Feedback-Runde. Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, gut, war zum Teil so ein bisschen durch abschweifende Gedanken abgelenkt irgendwie. Hab das aber auch alles wieder abgegeben und ja, aber mir geht's gut. Danke, Thomas. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback.
Dann kommen wir zur Nihira. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, gut. Freue mich, den Absatz nochmal zu hören. Ich habe irgendwie, ist auch so an mir vorbeigekommen, so ein bisschen. Aber ich habe so was, in mir ist so was angekommen, wie, dass ich mir keine Sorgen machen muss und, ja, dass ich geführt werde. Ja, danke. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Dann kommen wir jetzt zur Sabine. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ruhig, gut. Ja, und ich soll nicht an den Opferaltären suchen und auch aufhören, nach Haferflocken zu suchen. Irgendwie belustigt mich das. Ich war einen kurzen Moment dabei, mich auf dem Sprung mich zu ärgern, und dann habe ich es einfach gelassen. Ja, ist der Heilige Geist sehr präsent um mich herum. Das ist schön. Ich brauche es echt noch nicht mal zu übergeben. So, und ja, ich bin jetzt in einer heiteren Stimmung und ja, danke. Ja, danke Sabine. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Ja, kommen wir noch zu meinem Feedback. Ja, es geht mir gut. Ich bin im Frieden und wach. Ja, da ist jetzt eben beim Vorlesen ist so eine kleine Verwirrung aufgetaucht, aber sie ist ja auch jetzt wieder weg und deswegen muss ich mich da jetzt nicht mehr dran erinnern. Also es ist auch okay. Und wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von mir. Dann kommen wir jetzt zu der Erklärung von diesem Absatz. Du kannst dich wieder zurücklehnen, vom Verstehen loslassen, dich hingeben und das, die Erkenntnis in dir aufdämmern lassen. Wir sind im Kapitel 13, die schuldlose Welt, Römisch 7. Das Erlangen der wirklichen Welt, Absatz 15. Dann folge ihm in Freuden. Das erstmal hier bis hierhin erstmal. Folge ihm in Freuden. Wie machen wir das jetzt? Wie können wir ihm in Freuden folgen? Also wir haben jetzt schon in dem Feedback von der Sabine gehört. Sie hat da was verschüttet. Normalerweise ärgert man sich jetzt, aber sie hat eine Freude in sich. Das könnten wir mitbekommen. Das hat sie, glaube ich, auch gesagt. Und ja, manchmal können wir nicht einfach so in Freude sein, aber ihm in Freuden folgen, das können wir schon. Also das können wir eine Bereitwilligkeit zumindest in uns haben. Wir können also heute mal die Aufgabe für den Tag so beginnen, indem wir sagen, heute folge ich dem Heiligen Geist in Freuden. Also ein freudiges Folgen, nicht ein Folgen eines in Ketten liegenden Sklaven, der natürlich seine Füße dahinterher schleppt, sondern wir folgen ihm in Freuden, weil wir wissen, welches Ziel uns erwartet, wenn wir dem Heiligen Geist folgen. Da erwartet uns immer das Ziel der Freude und der Liebe selbst. Also wir öffnen uns dafür, dass Freude geschehen kann. Ja, wir halten es für möglich. Selbst wenn wir uns jetzt in einer totalen unglücklichen Lage zu befinden glauben, in der Depression oder im Kummer oder in Krankheit, also jede Menge Rechtfertigungsgründe hätten, Trauer und Verdruss in unserem Geist sehen zu können, was weiß ich, durch Verlust eines Menschen und so weiter, also viele, viele Gründe sprechen, führt für die Möglichkeit der Trauer im Geist.
Wir halten aber die Möglichkeit der Freude im Geist, des freudigen Folgens des Heiligen Geistes in uns offen. So sollten wir es jetzt in die Aufgabe des Tages irgendwie reinschreiben, die Hera, dass man das jetzt irgendwie verstehen kann, wie ich das meine, ja. Also ein Quäntchen offen halten, dass der Heilige Geist uns zur Freude führen kann, also mit Freude folgen. Und im Glauben, dass er dich sicher durch alle Gefahren für deinen Geistesfrieden führen wird. Hier kommt jetzt wieder ein Komma. Und deswegen erklären wir jetzt auch nochmal. Was sind die Gefahren für den Geistesfrieden? Wir haben schon hier auf langer Bahn im Kurs gelernt, die Gefahr für den Geistesfrieden ist mein Groll, mein eigener Groll, also dass ich grollig werde, dass ich selbst grollig werde und dass das sozusagen mein Ego ist, dieser Groll. Also das Ego mich dazu verleitet, in den Groll zu gehen, weil ein äußerer Umstand, nehmen wir jetzt mal dieses, danke nochmal für dieses Beispiel, Sabine, es ist eigentlich eine Kleinigkeit, ne? Wir schütten Kaffee um oder die ganzen Haferflocken fliegen über den Tisch, über den Arbeitstisch. Und jetzt hätten wir normalerweise einen Anlass, eine Rechtfertigung für Groll. Könnten wir sagen, ah, verdammte Scheiße, ne? So. Jetzt ist mir, warum ist mir Trottel das jetzt passiert, ne? So würden wir jetzt unter der Führung des Egos damit umgehen. Aber, wie wir jetzt hier bei Sabine gesehen haben, unter der Führung des Heiligen Geistes kommt das Angebot, so zu unterhalten, sich so zu verhalten in uns auf. Ja. Aber plötzlich kommt die innere Entscheidung, nein, warum soll ich mich darüber jetzt ärgern? Ich könnte es jetzt auch als ein buntes Mosaik sehen oder was auch immer. Ja, ich könnte darüber auch lachen. Könnte mich auch der Freude weiter anschließen. Und so führt der Heilige Geist, er führt immer wieder zur Freude. Es gibt keinen Grund, traurig zu sein. Und es gibt keine Rangordnung der Schwierigkeiten bei Wunder. Wir sehen, das hier ist vielleicht jetzt ein kleines Versehen, was passiert ist. Oder ich verlese mich mal im Kurs, da könnte ich auch jetzt natürlich in Groll gehen. Aber dieses Hindernis nehme ich nicht an. Es ist ein Hindernis vor dem Frieden. Aber ich nehme nicht an, dass ich dafür in den Groll gehe. Und wir wissen schon, mein Groll verbirgt das Licht der Welt in mir. Das ist jetzt ganz wichtig. Das ist ein Leitsatz aus dem Übungsbuch, in dem wir noch mehr lernen werden. Aber wir lernen es auch vor allem hier im Textbuch schon, dass mein Groll das Licht der Welt in mir verbirgt. Also so Groll ist, das ist jetzt mal so der Attentat Nummer eins von meinem Ego auf mein wahres Selbst, ja. Ja, siehe, so, nehmen wir ruhig diesen Satz jetzt mal so rein. Siehe, Groll als das Attentat Nummer eins auf mein wahres Selbst, was das Licht der Welt ist. Aber lass dich nicht darin verwickeln, zu glauben, dass du Groll aus irgendeinem Grund rechtfertigen kannst. Ja, das gehört zur ersten Aufgabe des Tages dazu. Also schau in deinem Geist, wie reagiere ich auf ein scheinbares äußeres Missgeschick und lerne dem Heiligen Geist in Freuden und im Glauben, dass er dich sicher durch alle Gefahren, ja, das war jetzt eine Gefahr, für deinen Geistesfrieden führen wird. Ja, also dein Geistesfrieden ist in Gefahr durch solche Kleinigkeiten oder eben durch große Probleme, die in der Welt, ja, sagen wir einfach irgendwo geschehen, beispielsweise Katastrophen, die auf der Welt scheinbar geschehen, die per Nachrichten zu dich hingetragen werden.
auf die du dann auch wieder mit Groll reagieren könntest oder solltest, weil du ja dann wieder die Rechtfertigung hast, zu sagen, ja, warum lässt Gott das zu, dass da so eine Katastrophe passiert? Aber wir verstehen in diesem Moment nicht, wo wir das dann im Geist sagen, Gott hat diese Welt überhaupt gar nicht erschaffen und er hat auch diese Katastrophe nicht erschaffen. Wir können das so nicht rechtfertigen, dass wir jetzt Groll auf Gott haben oder auf uns selbst haben als der Sohn Gottes und das alles irgendwie verdammen wollen. Wir haben, wie wir das hier im Kurs gelernt haben, eine eigene Welt gemacht, in der Welt, vor der Welt, die wirklich ist. Und wir lernen die wirkliche Welt hier in diesem Kapitel zu erlangen, weil hier heißt ja die Überschrift Römisch 7, das Erlangen der wirklichen Welt. Und wir lernen zu sehen, dass es in der wirklichen Welt keinen Anlass gibt, Groll zu hegen. Also schau nochmal in deinem Geist, ob du Groll hegst. Fangen wir an mit aufgrund vergangener Situationen, weil meistens nutzt das Ego vergangene Situationen. Aber wie wir sehen, nutzt es auch Situationen, die auch direkt passieren können, kleine Missgeschicke, in denen du dann sozusagen dich selber hinterfragen könntest und sagen könntest, ja, warum ist mir das denn jetzt passiert? Ich bin ja irgendwie unfähig, also unzulänglich oder sowas, ja. Aber das bist du auf jeden Fall nicht. Du bist nicht unzulänglich. Du bist keinster Weise unzulänglich, weil du hast sehr wohl die Fähigkeit und die Macht, deinen Geistesfrieden aufrechtzuerhalten, gemeinsam unter der Führung des Heiligen Geistes und ihn auf alles und auf jeden auszudehnen und dadurch die wirkliche Welt aus dir erstehen zu lassen. Und das ist eine Fähigkeit, die du hast. Das ist eine große Fähigkeit. Die größte überhaupt, weil es ist ja letzten Endes der Himmel, der sozusagen ausgedehnt wird, ja. Das Himmelreich. Und da kannst du jetzt, musst du nicht grollig auf dich sein, sondern du kannst dir selbst sehr dankbar sein, dass du dich dafür bereit erklärt hast, dieses Geistestraining zu machen, indem dir das und allen anderen das ermöglicht wird. Das ist sehr kostbar, sehr erhaben, was du da machst. Und jetzt geht es hier weiter. Geistesfrieden führen wird. Komma. Die diese Welt dir vielleicht in den Weg stellt. Ja? Okay, jetzt haben wir jetzt verstanden. Also es kommen immer so, vielleicht ist dir das schon in deinem Leben aufgefallen. Es kommen immer wieder solche Sachen, die sich in deinem Leben, in deiner Welt scheinbar dir in den Weg stellen. Und das sind Hindernisse vor dem Frieden. Das scheinen Hindernisse vor dem Frieden zu sein, aber es gibt ja auch noch mal ein Kapitel über das Thema Hindernisse vor dem Frieden oder die drei Hindernisse vor dem Frieden. Und die kann man sich auch noch mal anschauen. Ja. Entweder schauen wir da noch rein oder wir schauen noch mal rein. Nihira, such das bitte doch mal raus und gib es noch mal in die Aufgabe des Tages. Wir lesen mal heute im Verlauf des Tages, sobald wir einen Raum dafür geboten kriegen, die Hindernisse vor den Frieden oder so, die sich vor den Frieden stellen. Also, dass das mal einen Absatz davon gelesen wird. Knie nicht vor den Opferaltären nieder. Knie nicht vor den Opferaltären nieder. Und suche nicht nach dem, was du mit Sicherheit verlieren wirst. Ja, das ist jetzt schon wieder Opferaltären. Was ist damit gemeint? Nicht vor den Opferaltären nieder. Und dann kommt ja direkt im nächsten Halbsatz, was du suche nicht nach dem, was du mit Sicherheit verlieren wirst.
Frag dich mal, was du mit Sicherheit verlieren wirst. Es ist der Groll, den du mit Sicherheit verlieren wirst. Es ist das, was dich in dir fluchen lässt, was dich in dir immer wieder eine Selbstzerstörung machen lässt. Es ist das Ego-Denksystem. Es ist das Ego selbst, was dich scheinbar führt, was in Wirklichkeit nicht existiert. Und weil es in Wirklichkeit nicht existiert, weil es gemacht ist, weil es eine Illusion ist, wirst du es mit Sicherheit verlieren, aber knie nicht davor nieder. Opferaltäre ist jetzt hier. Es gibt auch noch mal ein Kapitel über die Bedeutung von Opfern. Oder man könnte auch im Handbuch für Lehrer mal nachschlagen, die Bedeutung des Opfers und darin lesen. Aber jetzt mal so auf einen Nenner gebracht und eine kurze Erklärung dazu von mir. Was ist ein Opfer? Ein Opfer ist, was ich, wenn ich was opfern muss, um etwas zu erlangen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel um die Schau Christi, um die wirkliche Welt erlangen zu können, etwas opfern müsste, was wirklich existiert. Sagen wir mal, der Heilige Geist bittet uns ja, das Ego hinzugeben, das Ego-Denksystem niederzulegen und dafür das Denksystem des Heiligen Geistes im Austausch zu nehmen. Dann könnte man das jetzt auch als ein Opfer sehen. Das sollen wir aber nicht als Opfer sehen. Ein anderes Beispiel dafür wäre, wenn du in der Welt etwas erreichen willst, dann musst du normalerweise dafür zum Beispiel Zeit opfern. Du musst etwas investieren. Du musst vielleicht deine Freizeit, also was du glaubst in der Welt, was deine Freizeit ist, ja, das ist meistens die Zeit, die außerhalb der Arbeitszeit ist, definiert als deine Freizeit. Und du müsstest jetzt deine Freizeit dafür opfern, etwas zu lernen, damit du ein Ziel in der Welt oder hier opferst du gerade vielleicht einen Teil deiner heiligen Freizeit oder auch einen Teil deiner Arbeitszeit für ein Ziel im Himmel zu erreichen. Der Kurs lehrt aber, dass es kein Opfer ist. Also, dass es das Opfer an sich überhaupt gar nicht gibt. Der Kurs lehrt, naja, alles ist immer im Hier und Jetzt richtig. Du bist immer im Hier und Jetzt am richtigen Platz, am richtigen Ort und dehnst da einfach das Licht der Welt und den Himmel aus. Und das hat nichts mit Opfern zu tun. Das wird dir einfach gegeben und es wird durch dich hindurch ausgedehnt. Dafür musst du nichts opfern. Das bekommst du kostenlos, freiwillig, weil es sowieso dein angestammtes Erbe ist. Also weil du es Erbe würde ja auch weltlich wieder heißen, da muss jemand sterben, da muss ich drauf warten. Aber hier im Kurs bedeutet Erbe, dass du es einfach bist. Ich hätte jetzt fast wieder gesagt, dass es dein Besitz ist, aber Besitz ist ja auch schon wieder. Also man muss hier schon ganz schön über Worte balancieren, um nicht reinzufallen, ja. Ego-Denksystem. Besitz ist auch, das haben wir jetzt vor kurzem noch gelernt, ja, einfach um des Besitzes willen. Da geht es ja gerade ums Opfern. Wir glauben, etwas zu besitzen. Wenn wir jetzt zum Beispiel glauben, den Frieden Gottes zu besitzen, dann haben wir hier wieder die Gefahr einer Opfersituation, also dass wir ihn wieder hergeben für was anderes. Ja, also du siehst, an der Stelle ist nicht einfach zu denken. Deswegen kommen wir mehr und mehr in Richtung weniger denken und nicht denken. Das heißt also weniger Worte zu benutzen und mehr die Stille zu benutzen. In der Stille liegt die Antwort Gottes. In der Stille empfange ich Gottes Wort.
nehmen wir das nochmal hinein in die Aufgabe für den Tag. In der Stille empfange ich Gottes Wort. Ja, das scheint sich zu widersprechen. Hier habe ich die Stille und jetzt soll ich doch wieder Worte empfangen. Aber Gottes Wort ist jetzt nicht so wie ein Wort aus dem Ego-Denksystem, sondern Gottes Wort ist etwas, was in der Stille kommt, also was auch Stille ist, was auch Stille bleibt. Es ist eine Inspiration. Eine Inspiration ist das was anderes, als wenn du eine innere Stimme hörst, die regelrecht mit Worten in dir spricht, so wie du das vielleicht vom Ego-Denksystem kennst, dass du da dich mit einer inneren Stimme unterhältst. Die Führung des Heiligen Geistes ist ja auch kein Zwiegespräch, ist auch keine Diskussion, ja. Also wie kann der Kurs überhaupt diskutiert werden? Der Kurs kann gar nicht diskutiert werden. Er ist undiskutabel. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir stehen und verstehen müssen, ja, das Wort Gottes ist undiskutabel. Es ist einfach der Frieden Gottes, es ist einfach die Stille, die du durch Gott erfährst und der Frieden Gottes. Und da gibt es keine Worte, die das in Frage stellen können. Du kannst dich aber mit Worten, kannst du deinen Geist verstopfen und voll machen und dadurch kannst du den Frieden Gottes nicht mehr sehen, weil du den Geist voll gemacht hast mit Verwirrung und Verstopfung und dadurch verdeckst du den Frieden Gottes, das Licht der Welt in dir. Das, alle Worte, das sind, ist schon, letzten Endes könnte man schon sagen, da ist, versteckt sich auch schon der ganze Groll drin. Okay, aber jetzt im Moment erreicht uns das Wort, um uns dahin zu führen. Und es erreicht uns vor allem in der Stille. Es könnte jetzt auch sein, ne, zum Beispiel, dass du zuhörst, aber gar nicht in dir still bist, sondern die ganze Zeit ein Veto in dir kommt und du immer wieder denkst, ja, das sehe ich aber anders, ne? Ah, okay, das habe ich aber schon mal anders gehört. Und so weiter. Und dann kannst du das letzten Endes gar nicht mehr hören, was ich jetzt hier sagen würde. Dann wäre es gut, wenn dein Geist beiseite tritt oder dass du mit dem Geist erstmal zurücktrittst und erstmal zulässt, dass das alles, was da kommt, einfach erstmal stehen gelassen wird. Und dann kannst du ja immer noch, könntest du immer noch hingehen und sagen, okay, aber das und das hier sehe ich anders. Das muss nicht sofort passieren. Das kannst du immer noch in Frage stellen. Aber mal sehen, ob es dann noch nötig ist. Aber wir waren jetzt hier bei diesem Satz, knie nicht vor den Opferaltären nieder und suche nicht nach dem, was du mit Sicherheit verlieren wirst. Ja, nach was könnten wir denn suchen? Eine Suche findet immer in der Welt nach irgendetwas statt. Also wenn du dich heute wieder im Geist oder in der Welt dabei siehst, während du deinen Geist beobachtest, dass du nach etwas suchst, dann wiederhole dir diesen Satz hier, suche nicht, was du mit Sicherheit verlieren wirst. In der Welt können wir nichts suchen und finden. Weil da herrscht das Gebot des Ego-Denksystems, was da lautet, suche, aber finde nicht. Im Denksystem des Heiligen Geistes heißt es, suche und du wirst finden, aber du machst eine Suche, begibst dich auf eine innere Reise, wie wir schon gehört haben. Und diese innere, oder wie wir jetzt gleich nochmal hören werden, schauen wir also jetzt hier beim nächsten Satz. Begnüge dich mit dem, was du mit ebensolcher Sicherheit behalten wirst. Das heißt also, du hast schon etwas bekommen vom Heiligen Geist. Es ist der Frieden Gottes. Es ist die Stille in deinem Geist.
Und damit sollst du dich begnügen. Ja, jetzt könnte man natürlich dann direkt aus dem Ego wieder sagen, ja, da habe ich aber ein Veto, weil das reicht ja nicht aus, weil ich muss ja noch viel mehr haben. Aber hier sagt uns jetzt der Heilige Geist, begnüge dich mit dem, was du mit eben solcher Sicherheit behalten wirst, weil das wird in Ewigkeit dein sein. Der Frieden Gottes und du, der du das Licht der Welt bist, wird mit Ewigkeit so sein und es ist in Ewigkeit auch so gewesen und es wird in Ewigkeit auch so bleiben und es wird jetzt so sein. Und du wirst es behalten. Aber behalten impliziert jetzt wieder zu denken, es ist ein Besitz. Aber hier ist dieses Behalten gemeint als, du wirst diesen Frieden einfach, wir müssen jetzt hier wieder sagen, haben und sein ist im Himmel das Gleiche. Du bist dieser Frieden, du wirst dieser Frieden sein. Ja? Behalten und sein ist hier ein und dasselbe. In diesem Moment, weil du dir ja des Himmels gewahr wirst, bist du im Himmel und bist der Himmel. Du bist sozusagen selbst der Himmel. Nicht dein Körper ist der Himmel. Dein Körper ist der Kommunikationskanal, das Kommunikationsmittel, was in der Erlösung angewendet wird. Aber dein wahres Sein, dein Geist, was du wirklich bist, also was sich hinter aller Illusion verbirgt, dass du der Sohn Gottes bist, dass du der reine Geist bist, das wirst du ja behalten, aber Schrägstrich sein. Weil du es bist, bleibst du es. Du wirst es bleiben. Und sei nicht rastlos. Ja, was bedeutet denn, sei nicht rastlos? Also Aufgabe für den Tag. Schau mal in den Geist, ob du rastlos bist. Rastlos ist, wenn du dich jetzt hier mal kurz hinsetzen willst und vielleicht mal 5 Minuten in die Stille gehen möchtest, aber innerlich fühlst, ja, da habe ich überhaupt kein Sitzfleisch für, ne? Ich bin rastlos. Ich muss mich jetzt von da nach da bewegen. Jetzt muss an der Stelle gelernt werden, nicht rastlos zu sein, nicht zu eilen, im Frieden zu bleiben, im Geist im Frieden zu bleiben. Ja, hier auf der Erde kannst du vielleicht sogar schnell gehen, aber im Geist nicht rastlos sein bedeutet, da fest im Frieden verankert zu sein, also fest zu wissen, ich bin der Frieden Gottes. Denn du übernimmst eine stille Reise zum Frieden Gottes. Ja? Könnte hier auch sagen, als der Frieden Gottes, im Frieden Gottes und nicht zum Frieden Gottes. Aber es kommt uns so vor, als wenn es eine Reise zum Frieden Gottes ist. Das impliziert aber wieder zu sagen, ja, ich habe ihn noch nicht, ich bin noch nicht der Frieden, ich bin auf der Reise zum Frieden Gottes, ich bin noch der Rastlose. Aber in einem Augenblick, also passiert ja die Klarheit in dir, dass du es schon bist. Und alle Rastlosigkeit in dir verschwindet einfach so. Wir kennen das ja auf der Arbeit, sind wir auch ganz gerne mal rastlos. Dann glauben wir, ja, es ist so viel und so weiter, ja, und ich muss mich schnell bewegen. Aber das hat ja nichts mit deinem reinen Geist zu tun. Dein reiner Geist bleibt immer im totalen Frieden. Du aber kannst es manchmal vielleicht nicht glauben oder nicht wahrnehmen. Aber jetzt lernen wir, dass du immer diesen Frieden in dir berührst, dass du immer darin fest verankert bist und dass er in dir immer zu jeder Zeit präsent sein kann. Jedes Mal, wenn du entdeckst, ja, jetzt verführe ich mich selber oder mein Ego mich wieder zur Rastlosigkeit, erkenne, du bist selbst der Frieden Gottes. Aufgabe für den Tag. Wo du nach seinem Willen, das ist jetzt der Willen Gottes, in Ruhe sein sollst. Also Gott will, und was Gott will, das geschieht, das haben wir ja schon gelernt. Das geschieht einfach
ob du es willst oder nicht, oder ob du glaubst, du hast einen anderen Willen oder nicht, ob du einen zweiten Willen machst, ob du einen Ego-Willen machst oder nicht, das spielt keine Rolle. Gott will, dass du in Ruhe dort sein sollst. Also es wird als Ort bezeichnet, wo du sein wirst. Es ist aber kein Ort, sondern nochmals, du bist es selbst, also dass du es bist. Ja, wir sind jetzt hier am Ende dieses Absatzes angekommen und verbinden uns einige Sekunden im Geist mit diesem Absatz, lassen ihn also einen Moment lang sacken und freuen uns einfach, ja, dass es so ist. Kommen wir zur Feedback-Runde. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Fühle mich gut. Schöne Worte, schöne Erklärung. Danke. Nihira, wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Kommen wir zum Thomas. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, auch gut. Noch ein bisschen erschöpft, aber fühle mich ja, eigentlich gut. Ja, super. Danke. Danke, Thomas. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Dann kommen wir zur Sabine. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Weiß ja egal, Sabine ist jetzt schon off, ist gar nicht mehr da. Dann verbinden wir uns einige Sekunden mit Sabine, warten einen Augenblick. Dann kommen wir auch zu meinem Feedback. Geht mir gut. Bin dankbar und fühle mich im Frieden. Möchte mich tiefer in Frieden einfühlen, das genießen, weil es ist auch ein Genuss, den Frieden Gottes zu fühlen. Dann kommen wir jetzt, dafür haben wir jetzt Gelegenheit, genieße den Frieden Gottes und kommen wir jetzt zur Pause von 8 Minuten. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, hallo ihr Lieben, es geht weiter mit Absatz 16. Ich lese wieder vor, du kannst wieder vom Verstehen wollen als das Haben wollen loslassen und dich einfach hingeben, indem du die Erkenntnis in dir aufdämmern lässt. Kapitel 13, die schuldlose Welt, Römisch 7, das Erlangen der wirklichen Welt, 16. In mir hast du bereits jede Versuchung überwunden, die dich zurückhalten könnte. Wir gehen zusammen auf dem Weg der Ruhe, die Gottesgabe ist. Lass mich dir lieb und teuer sein, denn wessen außer deinen Brüdern kannst du bedürfen? Wir wollen dir den Geistesfrieden zurückerstatten, den wir zusammenfinden müssen. Der Heilige Geist wird dich lehren, zu uns und zu dir selber zu erwachen. Das ist das einzig wirkliche Bedürfnis, das in der Zeit zu stillen ist. Nur hierin liegt die Erlösung von der Welt. Mein Frieden gebe ich dir, meinen Frieden gebe ich dir. Nimm ihn von mir in freudigem Austausch für alles, was die Welt dir angeboten hat, nur um es dir wieder wegzunehmen. Wir werden ihn wie einen Schleier aus Licht über das traurige Antlitz dieser Welt ausbreiten. Indem wir unsere Brüder
vor der Welt verbergen und sie vor ihnen. Wir sind jetzt hier am Ende dieses Absatzes angekommen und verbinden uns einige Sekunden im Geist mit dem Absatz, lassen ihn einige Sekunden lang sacken. Lassen zu, dass das Gehörte in unserem Geist aufsteigt und die Erkenntnis uns zuteil wird, sodass es verstanden wird, dass wir es tief in uns annehmen. Kommen wir jetzt zur Feedback-Runde. Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ein bisschen wacher, ein bisschen besser. Genau. Ja, danke. Thomas, wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Wir als nächstes zur Mihira. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, fühle mich gut. Fühlt sich sehr gut an, so den Frieden Gottes zu bekommen, anzunehmen. Danke. Nihira, wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Dann kommen wir zu meinem Feedback. Ich fühle mich im Moment gut und im Frieden und frei. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von mir. Kommen wir jetzt zur Vorlesung und Erklärung von diesem Absatz hier. Wir sind also in einem Kurs in Wundern, erschienen im Breuthof Verlag, herausgegeben von der Foundation for in Peace. Kapitel 13, Textbuch, die schuldlose Welt, Römisch 7, das Erlangen der wirklichen Welt. Hier nochmal eine kurze Erklärung, was das bedeutet, die schuldlose Welt, das ist auch gleich die Schau Christi, das ist die Welt, die uns im Austausch für die Welt gegeben wird, die wir im Verdruss sehen. Also es ist auch die glückliche Welt, wird auch die glückliche, der glückliche Traum genannt. Es ist ebenso eine Illusion wie die Illusion Welt, traurige Welt. Aber mit dieser Illusion, mit diesem umgeträumten Traum vom Heiligen Geist, bekommen wir einen Hauch vom Himmel angeboten. Das heißt also, die Wahrnehmung wird so nah an die Erkenntnis herangeführt, dass Erkenntnis leicht überfließen kann, dass Wahrnehmung mit Erkenntnis verschmilzt. Das heißt also, wir bekommen eine Widerspiegelung des Himmels, wie es im Himmel wäre. Ja, wir sehen also, wie wäre es im Himmel unter diesen Bedingungen. Wir werden immer wieder die Gnade Gottes erfahren. Ja, und jetzt Römisch 7, das Erlangen der wirklichen Welt. Das hört sich jetzt so an. Das Wort Erlangen ist ja so ein Wort, was eigentlich so mehr aus diesem Besitztumdenken kommt. Ne? Ich erlange. Aber es ist auch ein Wort, was man so verstehen könnte, dass man dort hinein manövriert wird, ja. Also, das kann man so in mehreren Hinsichten vielleicht verwenden, dieses Wort. Wichtig ist aber tief zu verstehen, wir reichen dorthin, also unser Geist reicht in diese wirkliche Welt hinein. Wir können die wirkliche Welt, wir können einen Blick der wirklichen Welt mit unserem Geist, wie es hier im Kurs mal oft so steht, dort erhaschen, ja, wenn man so niedliche Worte verwendet. Und dieses Erhaschen ist, das ist in so einem heiligen Augenblick, dort wird es dann ausgedehnt über das Zeitkonzept. Das heißt also, du kannst lange da drin bleiben, kannst aber auch die Erkenntnis wegwerfen. Das ist das, was eben leider passiert ist, passieren sogenannte Versuchungen im Geist, den du jetzt lernst, hier mit dem Denksystem des Heiligen Geistes zu widerstehen. Also das heißt, du fällst nicht mehr drauf rein, du fällst nicht mehr auf deinen eigenen gemachten Groll
herein, so, ja, wie wir das eben schon mal so gelernt haben, oder auf das scheinbar in Gedanken vorkommende Urteil über deinen Bruder, du lernst, dass du es nicht als deins annimmst, dass du es nicht als deinen Willen siehst. Und du weist es zurück. Der Heilige Geist kann das in dir durchführen, dass du das unter der Führung des Heiligen Geistes so machst. Er kann deinen Geist so wachsam werden lassen, dass du es erkennst, wenn es irgendwie in deinem Geist auftaucht und dass du es von dir weißt. Bevor es überhaupt irgendeine Existenz in deinem Leben bekommen kann. Es kann auch sein, dass es schon in deinem Leben irgendwie eine Existenz bekommen hat, dass du es schon irgendwie befürwortet hast. Und jetzt kannst du es immer noch dem Heiligen Geist übergeben, dass er es für dich wieder erläutert. Ja, diese zwei Möglichkeiten hast du im Prinzip, ja. Entweder es von vornherein zurückweisen und schon sofort im Frieden bleiben und in der Schau Christi bleiben. Oder dass du es kurz wegwirfst und dann wieder dem Heiligen Geist wieder erneut um Führung bittest und dass die Transformation wieder aufs Neue für dich geschieht. Besser ist natürlich, direkt drin zu bleiben, weil dann wird dir Schmerz erspart. Aber wir sehen schon, das ist ein Geistestraining. Also es scheint erstmal im ersten Moment gar nicht so leicht zu sein, das überhaupt richtig anzunehmen. So, und jetzt kommen wir hier zu diesem Text 16. In mir hast du bereits jede Versuchung überwunden. Hier, das sagt das im Grunde aus, was ich gerade gesagt habe. Ja, du könntest auch gleichzeitig immer in ihm bleiben, weil da sind schon alle Fehler, alle Versuchungen überwunden. Da hast du es sozusagen schon hinter dir. Ja. Wie also kommen wir dennoch wieder davor? Ja, also das ist, wir haben es schon hinter uns, aber dennoch kommen wir davor. Das können wir nur machen, indem wir die Vergangenheit in unserem Leben, also indem wir angeboten bekommen, an die Vergangenheit zu denken und dann das auch zulassen, dass das passiert. Ja. Also sei wachsam, immer noch wachsam gegenüber Gedanken, die scheinbar aus einer Vergangenheit in der Welt kommen. Also wir lesen nochmal hier, in mir hast du bereits jede Versuchung überwunden, die dich zurückhalten könnte. Wir hören hier das Wort könnte. Im Grunde kann dich nichts zurückhalten. Wir hören auch immer wieder im Kurs, nichts kann dich aufhalten, nichts kann dich vor der Erlösung aufhalten, nichts kann dich festhalten in der Welt. Das kannst du nur selber, wenn du es selber, das Festhalten, befürwortest. Ja? Also wenn du sagst, ja, mein Bruder hat Strafe verdient, dann hältst du dich fest. Das musst du durchschauen, ja, dieses Schuldverschiebungsprinzip auf deinen Bruder. Da musst du lernen, dem Heiligen Geist die Gnade über deinen Bruder walten zu lassen. Wenn es auch noch so schwer fällt, wenn du auch noch so sehr an die Schuld deines Bruders glaubst, ja, wenn es auch noch so sehr in der Illusion so aussähe, als wäre es wahr, glaube an die Schuldlosigkeit deines Bruders, weil der Heilige Geist es dir sagt. Weil es deine eigene Schuld und Sündenlosigkeit ist. Wir gehen zusammen auf dem Weg zur Ruhe. Ja, also das war eine Aufgabe für den Tag gerade. Ich weiß nicht, ob es mitbekommen wurde. Wir gehen zusammen auf dem Weg zur Ruhe. Ja, es hört sich also an, als wenn es ein Weg zur Ruhe wäre, aber es ist wir gehen auf dem Weg zur Ruhe. Das heißt also, wir sind schon auf dem Weg zur Ruhe. Also die Ruhe ist schon auch auf dem Weg. Ja, sie ist schon da. Du musst sie nicht in der Zeit überbrücken.
sondern die Ruhe überbrückt die Zeit. So rum ist es. Ja, sie kommt schon zu dir, sie ist schon bei dir angekommen und du dehnst sie schon aus und das musst du verstehen. Das musst du nicht verstehen, sondern du musst es fühlen. Fühl dich ein, dass es so ist. Fühl dich in diese Wahrheit ein, dass die Ruhe schon bei dir ist. Wie gesagt, du hast keine Rechtfertigung dafür, dass die Ruhe nicht da sein dürfte. Leg die Rechtfertigung weg. Leg die Rechtfertigung in den Heiligen Geist, in die Hände des Heiligen Geistes hinein. Aufgabe für den Tag. Leg die Rechtfertigung dafür, dass die Ruhe nicht bei dir sein könnte, in die Hände des Heiligen Geistes zum Läuterungsprozess. Er wird dir das Wahre vom Falschen trennen und dir als Geläuter zurückgeben. Das heißt, er erstattet dich den Himmel zurück. Das ist die Läuterung. Das bist du selbst. Alles bist immer du selbst. Die Gottes Gabe ist. Also, nochmal, wir gehen zusammen, das sagt jetzt Jesus zu dir, wir gehen zusammen, also du gehst Hand in Hand mit Christus in der Erlösung, mit Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist. Wir gehen zusammen auf dem Weg zur Ruhe, die Gottes Gabe ist. Die Ruhe ist Gottes Gabe, ja, die ewige Ruhe. Ja, wir denken immer, ja, jetzt hören wir den Pastor am Grab stehen und der spricht von der ewigen Ruhe. Das kann nur sein, wenn wir da unten liegen und tot sind. Das ist aber nicht so. Diese ewige Ruhe, diesen ewigen Frieden Gottes, den bekommst du sehr wohl als ganz lebendig. Das ist etwas ganz Lebendiges in dir. Und es wird immer lebendig bleiben. Ruhe hat überhaupt nichts mit Tod zu tun. Da müssen wir, also vor dieser Verstrickung müssen wir absolut davon müssen wir wegkommen, ja. Also zu sagen, Ruhe im Frieden, wachsam im Geist wäre die richtige Ergänzung und nicht Ruhe im Frieden, Amen und du bist tot. Ja, das ist es nicht. Tod ist eine Überzeugung des Ego-Denksystems. Das haben wir schon gelernt. Das ist nicht die Folge des Lebens. Die Folge des Lebens ist das Leben selbst. Also das ewige Leben zeugt vom ewigen Leben. Lass mich dir lieb und teuer sein, denn, ja, okay, stopp bis hierhin. Wir haben ja jetzt schon ganz oft darüber gesprochen und uns gefragt im Geist, hast du mal reingeschaut, was ist dir in der Welt noch lieb und teuer? Und deswegen steht das hier, lass mich dir lieb und teuer sein. Also Jesus sagt jetzt hier an der Stelle, lass mich dir lieb und teuer sein. Vielleicht sagst du, ja, ist ja so. Aber schau mal, wenn du sagst, Jesus ist mir lieb und teuer, dann geht es darum, dass dir nur Jesus, nur der Heilige Geist lieb und teuer sein, dass du nur der Führung des Heiligen Geistes folgst und dass dir nicht auch noch die Dinge der Welt lieb und teuer sind. Und du sagst, ja, ich habe zwar den Heiligen Geist als Führer, aber ich möchte damit gerne einige Ziele in der Welt erreichen. Ich hätte da gerne ein Eis dafür oder sowas, ja. Hab noch ein Eis im Kühlschrank. Okay, schauen wir also weiter. Das war jetzt ein niedliches Beispiel. Es gibt natürlich noch viel größere Ziele, die wir uns in der Welt stellen. Schau mal dein Vision Board an, ja. Wenn du eins hast, da sind die Dinge, die dir der Welt lieb und teuer sind. Denen nachzueifern, so hinterherzulaufen, das ist der große Fehler. Das kannst du mal mitmachen, um zu sehen, dass es eine unnütze Reise ist. Dass letzten Endes nur der Geistesfrieden dein wahres, einziges, wirkliches Ziel ist, weil nur das einen wirklichen, vollkommenen Wert für dich haben kann. Wenn du es einmal gefühlt hast, weißt du es. Und wirst es dann immer wissen, dass es so ist, dass es nichts gibt, was du im Austausch dafür haben wollen könntest. Trotzdem lassen wir uns aber immer wieder von der Versuchung des Egos heimsuchen,
und uns überreden, dass es doch noch etwas Besseres geben könnte als den Frieden Gottes. Naja, gut, das ist ein lustiges Spiel, aber leider ist es nicht nur lustig, sondern es ist auch sehr schmerzvoll. Und schau dir bitte die Schmerzen an, die in deinem scheinbaren Körper sind und die also in deinem Geist sind, ob du sie weiter haben willst. Weil mit den Dingen, die dir lieb und teuer in der Welt sind, rufst du nach diesen Schmerzen und willst sie haben. Das ist ein und dasselbe, ja. Diese Schmerzen, die du im Geist hast, das ist, ja, das liebe Geld, was du haben willst oder sowas, ja, oder was du unbedingt brauchst, etwas, was du unbedingt brauchst in der Welt, um zu überleben in der Welt, um dein Ego-Denksystem zu sichern. Lass davon los und lass dir dafür den Frieden Gottes zurückerstatten. Wir lesen den nächsten Satz. Also, lass mich dir lieb und teuer sein, aber denn wessen außer deinen Brüdern kannst du bedürfen? Warum sagt uns Jesus bzw. der Heilige Geist jetzt an dieser Stelle, wessen außer deinen Brüdern kannst du bedürfen? Was heißt das jetzt? Wer sind deine Brüder? Schau dich mal um in deinem Leben. Da sind deine Brüder, ja? Oder bist du gerade ganz isoliert? Sind da keine Brüder? Sind da nur für dich Fremde, die du, wenn du nach draußen gehst, siehst? Das sind auch deine Brüder, ja? Alle die, die du jetzt als Menschen siehst, als Egos siehst, als Körper siehst, das sind deine Brüder. Deine Brüder im Geist. Das ist ja dein eigenes Selbst, was du da siehst. Also Bruder im Geist. Es ist dein geistiger Bruder. Es ist dein eigener Geist, ja. Und deswegen wird es hier im Kurs immer wieder Bruder genannt, ja. So nochmal. Lass mich dir lieb und teuer sein, denn wessen außer deinen Brüdern kannst du bedürfen, weil der Heilige Geist, weil Christus in deinen Brüdern, also in deinem Geist, zutage tritt. Er wird dort erscheinen. Er wird dort als das Antlitz Christi in deinen Brüdern für dich sichtbar werden. Das ist das, wenn du dich entscheidest, deinen Bruder als vollkommen sündenlos und schuldlos zu sehen, dann hast du die Chance, dass du dort den Christus siehst. Ja? Dass du dort dich selbst siehst, den Sohn Gottes, deinen eigenen Teil deines Geistes, den du von dir abgespalten hast. Wir wollen dir, also Übung für den Tag, an dieser Stelle, lass mich von Christus in mir auf den Christus in meinem Bruder sehen. Lass mich, also Heiliger Geist, kannst du auch noch dazu sagen, lass mich von meiner Heiligkeit zu der Heiligkeit meines Bruders schauen. Du sollst immer von deiner Heiligkeit zur Heiligkeit deines Bruders schauen. Ja, das sind die dafür gebotenen Sätze. Andere dafür gebotene Sätze wären, lass mich den Christus in meinem Bruder wiedererkennen. Oder, jetzt kommt, ich sehe nichts, denn den Christus in dir. Ich brauche nichts, denn den Christus in mir. Ich fühle nichts, denn den Christus in mir. Ich fühle nichts, denn den Christus in dir. Eine sehr gute Übung, deinen Geist von jeglichen Urteilen zu befreien. Verwende sie heute im Verlauf des Tages. Mache deine Erfahrung damit, das wahre Antlitz Christi in deinem Bruder zu entdecken. Und lass von da aus die Schau Christi auf alle und auf jeden ausgedehnt werden. Das heißt, du siehst den Christus in allen und in jedem. Das ist einfach der Kurs, ja. Das ist einfach der Kurs. Wir wollen dir den Geistesfrieden zurückerstatten. Wir, ja, das sind also diese Brüder, die du in allen und in jedem den Christus siehst.
wollen dir den Frieden zurückgestatten, weil sie ja als der Christus auf dich zurückspiegeln. Erkennst du, jetzt kommt Erkenntnis, ah, ich also auch. Ne? Also dann erkennst du, ich bin auch der Christus. Ja? Und jetzt, in diesem Moment, nimmst du den Platz unter den Erlösern ein. Christus, Jesus Christus, wir wissen ja, ist ja der Erlöser der Welt. Und du bist jetzt mit Christus der Erlöser der Welt, unter den Erlösern der Welt, unter all den Christussen, ja, sozusagen, die du jetzt alle siehst. Das ist jetzt die Schau Christi, das ist das Erlangen der wirklichen Welt. Wir wollen dir den Geist des Friedens zurückerstatten. Also, dein Bruder, den du eben noch verurteilt hast und gehasst hast, ist dein Erlöser. Er will dir den Frieden Gottes zurückerstatten. Du willst dir das nicht wegnehmen lassen, ja, woran du festhältst in der Welt. Schau dir das heute an. Woran hältst du denn fest? Und jetzt, den wir zusammenfinden müssen. Also, gemeinsam mit dieser Vereinigung im Geist findest du den Frieden Gottes, den Geistesfrieden mit deinem abgespaltenen Geist, der auch der Christus ist. Der Heilige Geist wird dich lehren, zu uns und zu dir selber zu erwachen. Also lass dich heute vom Heiligen Geist lehren, in einer Art von Lektionen, in denen du scheinbar erstmal urteilst, dann aber dir bewusst wirst, ah, das ist jetzt eine Versuchung, es ist also ein Fehler, den gebe ich zur Korrektur. Und dann lehrt dich der Heilige Geist, was wirklich wahr ist. Er lehrt dich, zu uns und zu dir zu erwachen. Das ist das einzig wirkliche Bedürfnis, das in der Zeit zu stillen ist. Jetzt kommen wir dazu. Wir haben ja gestern noch über Bedürfnisse gesprochen. Oder war es vorgestern? Ich lese jetzt hier nochmal oben. Ja. Diesen Satz, der hier im Absatz 12 stand. Er nimmt dir nichts, solange du es irgend brauchst, und dennoch weiß er, dass alles, was du brauchst, vorübergehend ist und nur so lange dauern wird, bis du von all deinen Bedürfnissen beiseite trittst und begreifst, dass sie alle erfüllt sind. Ja, so. Deshalb hat er keine Investitionen in die Dinge und so weiter. Und jetzt kommt hier: Nur hierin liegt die Erlösung von der Welt. Nochmal, das ist das einzig wirkliche Bedürfnis, das in der Zeit zu stillen ist. Das einzige wirkliche Bedürfnis ist der Frieden Gottes, dass du den Frieden Gottes hast. Alles andere, was du in der Welt haben willst, ist quasi Müll. Willst du nicht und brauchst du nicht. Nur den Frieden Gottes, den du scheinbar auch in der Welt, aber in deinen Brüdern findest, indem du deine Brüder durch die Führung des Heiligen Geistes richtig sehen kannst, als das, was sie wirklich sind. Darin findest du mit ihnen zusammen den Frieden Gottes, und er ist das einzige Bedürfnis, was du wirklich in der Welt scheinbar hast. Also hier steht, das in der Zeit zu stillen ist, also Welt gleich Zeitwelt, ja? Welt, die unter das Zeitsystem gestellt ist. Was du glaubst, unter der Zeit steht. Das heißt, hier, ich muss schneller machen, ich muss mich beeilen, ja? Das ist Zeit. Da ist dein Bedürfnis der Frieden Gottes. Nur hierin liegt die Erlösung von der Welt, ja? Also, wenn jetzt nochmal die Frage aufkommt, von was soll ich denn erlöst werden? Von der Welt. Von der Welt, wie du sie siehst, als eine Gefahr.
von der sogenannten gefährlichen Welt, ja, die Welt, die dich bedroht. Eine scheinbare Welt, die dir Angst macht. Eine bedeutungslose Welt erzeugt Angst. Eine Welt, die sich prügelt, erzeugt Angst. Ja, wenn du eine Welt siehst, die sich den ganzen Tag nur prügelt, dann erzeugt sie Angst. Von dieser Welt musst du erlöst werden. Und im Austausch für diese Welt bekommst du eine friedvolle Welt, wo sich niemand prügelt, wo nur Frieden herrscht. Natürlich kannst du im Internet finden Filme über, dass sich Menschen prügeln. Klar, das geht. Wichtig ist aber, dass du in Frieden bist, dass du den Frieden Gottes hast und dass du ihn in dir fühlst und dass du weißt, dass das eine Illusion ist, dass das nicht wahr ist, ja, was dir da vor die Augen gestellt wird. Meinen Frieden gebe ich dir. Nimm ihn, also das ist jetzt der Moment der Gabe Gottes an dich. Meinen Frieden gebe ich dir. Also Jesus gibt dir seinen Frieden. Welchen Frieden hatte Jesus? Ja, konnte locker da am Kreuz sein und sagen, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So einen Frieden hatte der in sich. Also das da noch gesagt. Er hat da nicht gesagt, Mensch, diese Idioten, ne, lass mich hier einfach aufhängen weiter, sondern er sagte, Gott vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist aus dem Frieden herausgesagt. Also im vollkommenen Frieden währenddessen. Diesen Frieden gibt er dir, ja, dass du gekreuzigt sein kannst und im vollkommenen Frieden sein kannst. Also geistig gekreuzigt, ja, wir sind ja immer wieder auch in diesem Verfahren, uns selber geistig zu kreuzigen. Eine Rechtfertigung dafür zu haben, nicht im Frieden sein zu dürfen, das ist eine geistige Kreuzigung, die wir da im Geist mit dem Ego zusammen veranstalten. Schau in deinem Geist, ob sowas stattfindet, ob eine Depression in deinem Geist ist. Das ist so eine geistige Kreuzigung. Aber du kannst in dieser geistigen Kreuzigung sein und den Frieden Gottes haben. Und wissen, ja, du wirst vom Kreuz runtergenommen und erstehst wieder auf. Denn Auferstehung passiert in einem Augenblick, nämlich in dem Augenblick, in dem du es einfach nur willst, in dem du einfach den Heiligen Geist anrufst und sagst, Heiliger Geist, ich will doch gar nicht gekreuzigt sein, ich will mich doch gar nicht selber kreuzigen. Ich bitte jetzt wieder, dass du mich führst, dass du mich jetzt wieder zur Erlösung führst, so wie es hier steht, ja? Nur hierin liegt die Erlösung von der Welt. Meinen Frieden gebe ich dir. Nimm ihn von mir in freudigem Austausch für alles. Jetzt wird's spannend. Für was? Was die Welt dir angeboten hat. Nur um es dir wieder wegzunehmen. Wie oft habe ich es gesagt? Die Welt gibt nur um wieder wegzunehmen, um ein Gefühl des Mangels zu erzeugen. In der Welt kannst du nichts haben. Du kannst nichts haben. Es wird, du hast es und dann wird eine Pfändung drauf gesetzt, ja? Also, es wird dir gegeben und dann wird es dir direkt wieder genommen, wird ein Stempel drauf gemacht, es gehört nicht dir, der Staat nimmt es dir weg oder was auch immer, ja? Es ist niemals deins. Du musst es doppelt und dreifache dafür bezahlen, für das, was du scheinst zu haben. Schau es dir an. Wenn du es nicht sehen kannst, lass den Heiligen Geist es für dich sehen, dass er es dir zeigen kann. Es ist eine Illusion zu glauben, in der Welt etwas haben zu können. Es erzeugt ein Gefühl des Schmerzes. Das ist das Einzige, was du daran erkennen kannst. Und hier gibt er dir den Frieden Gottes, ja? Jesus hat den Frieden Gottes und er gibt ihn dir und du nimmst ihn jetzt von ihm an. Aufgabe für den Tag. Während mir der Heilige Geist, während mir Christus, während mir Jesus
seinen Frieden, also den Frieden Gottes, übergibt, nehme ich ihn freudig an, im freudigen Austausch dessen, was ich glaube, von der Welt zu bekommen. Habe ich es richtig gesagt? Schauen wir nochmal nach. Im freudigen Austausch für alles, was die Welt mir angeboten hat, nur um es wieder wegzunehmen. Wir werden ihn wie ein Schleier aus Licht über das traurige Antlitz dieser Welt ausbreiten. Also wir, du, Jesus Christus, der Heilige Geist, das alles eins ist, und Gott werden ihn, ja, unter den Erlösern, über die Welt, über die traurige Welt, den Frieden Gottes, über die traurige Welt ausbreiten. Über das traurige Antlitz dieser Welt ausbreiten, ja. Das ist diese Welt, das ist die glückliche Welt, diese Schau Christi. Du bist daran beteiligt, den umgeträumten Traum des Heiligen Geistes über die Welt auszudehnen. Es ist deine Beteiligung. Du hast den Wunsch gehabt, ich möchte an der Ausdehnung des Paradieses, des Himmelreichs beteiligt sein. Und hier geschieht es, ja. Du und Jesus, du und der Heilige Geist, wir werden ihn wie ein Schleier aus Licht über das traurige Antlitz dieser Welt ausbreiten, Komma, indem wir unsere Brüder vor der Welt verbergen und sie vor ihnen. Das verstehe ich jetzt nicht, aber es macht nichts. Hauptsache ist, dass du das verstehst. Da klinke ich mich jetzt aus an der Stelle. Also wir machen weiter. Indem wir unsere Brüder vor der Welt verbergen. Okay, das könnte sein, wir schützen unsere Brüder vor diesem traurigen Antlitz und sie bekommen halt das glückliche Antlitz Christi und sie vor ihnen. Oder bezieht sich das jetzt auf die Welt? Also ich kann es jetzt momentan nicht lösen. Diesen letzten Halbsatz bitte reinschreiben, schreib ihn dir auf und lass dir vom Heiligen Geist an der Stelle zeigen, wie ist das jetzt gemeint, was wird verborgen oder was auch immer. Weil die große Lehre des Heiligen Geistes ist ja, nichts vor ihm zu verbergen, also ihm alles zu geben. Das Verleugnen an sich, also das Verleugnen Gottes, lässt ja eine falsche Wahrnehmung, eine falsche Welt entstehen. Aber durch die Verleugnung der falschen Welt kommen wir sozusagen auf den Rückweg wieder, um die wahre Welt zu erkennen. Ja? Also das könnte hier im entferntesten was mit dem Verbergen zu tun haben, das Verleugnen der falschen Welt, also das Verleugnen der Falschgesinntheit, was dann die richtige Welt wieder zurückkommen lässt. Okay, aber lassen wir hier einfach jetzt einen Gedankenstrich machen. Morgen geht's weiter. Ich habe auch schon eine kleine Vorschau aufs nächste Kapitel. Wir sind nämlich dann morgen im letzten Absatz, Absatz 17. Da geht es ja los mit dem Lobgesang der Erlösung, können wir nicht alleine singen, aber danach geht es dann zu Römisch 8, von der Wahrnehmung zur Erkenntnis. Wieder ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Ich deute ja immer darauf hin, lies nochmal Wahrnehmung und Erkenntnis ganz am Anfang des Kurses, aber jetzt kommen wir so richtig von der Wahrnehmung zur Erkenntnis. Ganz tolle Situation hier, also ich freue mich. Natürlich ist das schon passiert und es passiert die ganze Zeit. Es passiert nicht jetzt erst, aber wir nehmen diesen Unterrichtsstoff richtig klar und deutlich durch. Wir sind am Ende des Kurses angekommen. Wir machen noch eine letzte Feedback-Runde. Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ganz gut, genau. Alles okay. Dankeschön.
Okay, danke Thomas. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Dann kommen wir zu Nihira. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ich fühle mich auch gut und ja, das war ganz viel Inspiration und ganz viel Licht und ja, fühlt sich gut an. Dankeschön. Ja, danke Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback und dann kommen wir noch zu meinem eigenen Feedback. Ja, es geht mir gut. Ja, es kann ja auch anstrengend sein, ne, wenn man so viel Inspiration bekommt und es ist vor allen Dingen dann anstrengend, wenn ich immer noch eine Abwehr dagegen verspüre. Aber wenn ich innerlich komplett in die Wehrlosigkeit gehe und einfach zulasse, dass mich das Licht mitnimmt, dann fühlt sich's natürlich total gut an. Ne? Okay, ich bin dankbar. Wir verbinden uns einige Sekunden im Geist und dann kommen wir zum Ende. Danke mich bei euch. Wünsche euch einen wunderbaren Tag in der Erkenntnis. Bis morgen. Danke, bis morgen. Ciao. Ciao, ihr Bis morgen. Lieben. Ciao. Tschüss. Ciao, Tschüss, Thomas. Thomas. Ja. Ciao, ciao.